im Zeichen der Quadriga steht in diesem Jahr zumindest die Anmeldesituation hier beim 30. Deutschen Logistikkongress. Es ist der Jubiläumskongress. Wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr wieder dabei sind. Vor allen Dingen freuen wir uns auf Top-Referenten, die die Bundesvereinigung Logistik organisiert hat im Vorfeld. Wieder sind weit über 3000 Teilnehmer dabei und Impressionen von diesem Deutschen Logistikkongress sollen Sie natürlich an allen drei Tagen bekommen. Die einzelnen Referenten werden in diesem Jahr ganz besonders vorgestellt. Und da hat sich die Bundesvereinigung Logistik wirklich etwas ganz Tolles einfallen lassen. Schauen Sie sich das mal an. Dr. Elmar Degenhardt ist Vorstandsvorsitzender der Continental AG und dort unter anderem zuständig für die Bereiche Unternehmenskommunikation, Qualität und Umwelt. Ja, so innovativ werden also die Referenten vorgestellt. Eine wirklich tolle Idee der BVL in diesem Jahr. Ihn muss man nicht mehr vorstellen. Er ist bekannt wie ein bunter Hund. Professor Dr. Raimund Klinkner, Vorsitzender des Vorstands der BVL. Wir hören mal rein in seine Eröffnungsrede. Die Frühindikatoren machen unverdrossen Hoffnung. Die Wachstumsampel in Deutschland steht trotz Eurokrise weiterhin auf grün. Der Einkaufsmanager-Index für die deutsche Industrie liegt im zweiten Monat hintereinander über der Schwelle von 50, ab der die Expansion einsetzt. Ich glaube, zusammenfassend darf man sagen, Optimismus und Realismus liegen zurzeit sehr nah beieinander. Denn Deutschland zählt zu den wettbewerbsfähigsten Volkswirtschaften der Welt und ist im jährlichen Standortvergleich des Weltwirtschaftsforums auf Rang 4 vorgerückt, und damit auf Rang 1 der großen Industrienationen. Logistische Höchstleistungen vollbringt jeden Tag ein sehr großer deutscher Automobilkonzern, nämlich Porsche. Und wir sprechen jetzt mit Produktionsvorstand Dr. Oliver Blume. Sie sind verantwortlich unter anderem für den Bereich Logistik. Erklären Sie uns mal in wenigen Worten, was das Besondere an dem Porsche-Logistikkonzept ist. Ja, Porsche hat Produkte mit einer sehr hohen Komplexität und Individualisierung für unsere Kunden. Und dazu bedarf es einem speziellen Logistikkonzept. Das basiert auf dem Perlenkettenprinzip. Das heißt, wenn ein Kunde sein Fahrzeug bestellt, dann ist er bereits im Produktionsinterface und wir ordnen dann seinen spezifischen Kundenauftrag in Tagesscheiben zu und bilden dann ca. 7 Tage vor Montagestart die spätere Reihenfolge, mit der wir dann das Auto fertigen. Der Kunde hat den Vorteil, dass er sehr spät das Fahrzeug noch ändern kann, bis eben diese 7 Tage vor Montageeinlauf. Dann gehen wir durch den Karosseriebau, durch die Lackiererei und bilden dann ca. 3 Stunden vor Montagelauf unsere spätere Kette, wie wir das Fahrzeug fertigen. Und das machen wir mit einer Reihenfolgestabilität von 98%. So, wir sind auf dem Stand der BLG aus Bremen und neben mir sitzt Holger Föhl. Sie sind in diesem Jahr 15 Jahre dabei, also halb so lange, wie es den Kongress eigentlich gibt. Gibt es irgendetwas Herausragendes, wo Sie sagen, das werde ich vielleicht nicht meinen Enkeln erzählen, aber da werde ich mich in 30 Jahren noch dran erinnern, wenn ich zurückdenke? Henning Schäfer war mal hier und hat wirklich, ohne eine einzige kleine Notiz dabei zu haben, aus Salameng einen Vortrag gehalten. Lieblingsthema Hanse, Verbindung Hanse, Logistik heute und. Fand ich unendlich spannend, unendlich interessant. Der Mann hat echte Größe gezeigt und nicht nur körperliche Größe. Das fand ich schon beeindruckend und das werde ich behalten im Kopf, auf alle Fälle. So, eigentlich hätte man eine Konfettikanone mitnehmen müssen, ne? Denn die Firma Robea ist nicht nur 30 Jahre alt geworden in diesem Jahr, sondern Sie sind auch fast 30 Jahre beim Logistikkongress dabei, ne? Vielleicht kann ich da eine kleine Anekdote erzählen. Ja, darauf hatte ich gehofft, natürlich. Man hat natürlich jüngere Unternehmen, Unternehmen, die vielleicht auch nicht so viel Geld zunächst haben, was ja keine Schande ist, ja? Und so wurden wir zunächst angesiedelt im Schweizer Hof drüben. Und da musste ich mich ein bisschen aufregen, dass wir doch relativ viel Geld für unser Unternehmen bezahlt haben, für den Stand, und kaum Kontakte hatten. Nun hatte man aber große Not, weil man keine andere Location hatte. Und da wurden wir so ganz vorsichtig gefragt, ob wir auch einen Ort in der Nähe der Toilette akzeptieren würden. Was ja auch nicht der Schlechteste, genau, sein muss, viel Transfer, ne? Genial, genial. Hier, alle an Robert kommt keiner vorbei. Das heißt, ich muss sagen, wir haben gelernt, natürlich sehr schnell gelernt, wir lassen erst die Leute vorbei, weil die immer so verkrampft hier standen, ne, wenn wir sie ins Gespräch verwickelt haben. So und so, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre wir hier stehen. Hier im Hintergrund findet gerade ein Treffen statt und zwar ist eine mongolische Delegation eingetroffen, also wirklich Teilnehmer aus jedem Erdteil dieser Welt hier anwesend in Berlin, und schauen sich mal
die Damen und Herren an, die teilweise in traditionellen Kostümen heute hier nach Berlin gekommen sind. Und hier wird es gleich eine Präsentation geben. Also wie gesagt, es gibt wohl keinen Erdteil auf dieser Welt, von dem kein Teilnehmer angereist ist. Das war's für den ersten Tag hier beim Deutschen Logistikkongress, beim 30. Morgen dann unter anderem werden Sie von uns erfahren, wer denn den Logistikpreis gewonnen hat beim Jubiläumsabend. Freue mich dann schon auf Sie. Bis dann.